Ich heiße Hans-Jörg Neuschäfer, bin 86 Jahre alt und emeritierter Universitätsprofessor für Romanistik an der Universität des Saarlandes. Ich beschäftige mich also von Berufswegen mit den Kulturen der romanischsprachigen Länder. Zuerst vor allem mit Frankreich und Italien, in den letzten 20 Jahren meiner beruflichen Laufbahn überwiegend mit Spanien. Die spanische Kultur ist mir im Lauf meines Lebens ebenso ans Herz gewachsen wie die deutsche. Ich fühle mich auch genauso gut als Spanier wie als Deutscher und befinde mich mit dieser Schizophrenie sehr wohl. Ich spreche beide Sprachen, als ob sie meine Muttersprache wären. Natürlich nicht mit der gleichen grammatikalischen und phonetischen Korrektheit, aber doch mit der gleichen Natürlichkeit. Das liegt vor allem daran, dass ich seit 62 Jahren mit einer Spanierin verheiratet bin. Wir haben uns kennengelernt, als ich 1955 als einer der ersten deutschen Stipendiaten nach dem Krieg für ein Jahr in Madrid war. Das war mitten im Franco-Regime. Jeden Monat hatten sich ausländische Studierende bei der politischen Polizei zu melden und auf Fragen über Umtriebe Auskunft zu geben. Da ich schon im Vorfeld darüber unterrichtet worden war, dass ich auf solche Fragen nicht antworten muss, wurde das dann auch von der anderen Seite anerkannt und man verbrachte die vorgeschriebene Zeit mit Gesprächen, zum Beispiel über Fußball. Trotzdem war Madrid für diejenigen, die nicht auf der Liste der politischen Polizei standen, schon damals eine faszinierende und weltoffene Metropole mit einem sehr reichen Kulturleben. Für den jungen Mann wie mich, ich war damals 21 Jahre, der aus dem doch recht muffigen und provinziellen Adenauer-Deutschland kam, war das eine wahre Offenbarung. Es war die für mich lebensentscheidende Entdeckung einer anderen Mentalität und einer anderen Lebensweise. Einer Lebensweise, die so gar nicht auf Social Distance angelegt ist. Hans, aquí nos tocamos mucho, sagte mir einmal Rosa Montero, als sie noch sehr jung und ich noch nicht alt war. Sicher ist diese Neigung, sich zu berühren, die doch so schön ist, einer der Gründe dafür, dass Spanien neben Italien jetzt so stark vom Virus heimgesucht wird. Und ich hatte später das Glück, in eine Familie aufgenommen zu werden, die das liberale Spanien der Institución Libre de Enseñanza repräsentierte. Mir geht es gut und auch unter den mir Nahestehenden habe ich bisher noch keine Opfer zu beklagen. Trotzdem sind meine Frau und ich von einem schlimmen Kollateralschaden betroffen. Sie lebt seit anderthalb Jahren in einem Pflegeheim und wir sind damit gut zurechtgekommen. Seit Covid-19 dazwischenfunkte, ist aber auch das ans Ende gekommen. Dieser Virus hat dafür gesorgt, dass wir, nachdem wir bisher alle Schwierigkeiten des Lebens gemeinsam gemeistert hatten, doch noch voneinander geschieden wurden. Seit 6 Wochen darf ich sie nicht mehr besuchen. Sie leidet darunter noch mehr als ich. Die elektronische Kommunikation ist da nur ein elender Notbehelf. Ich frage mich,
was eigentlich schlimmer ist, wenn man ohnehin nicht mehr lang zu leben hat. Ist es der vorzeitige Tod durch die Seuche oder der Liebesentzug? Unser beider Antwort auf diese Frage ist sehr eindeutig. Die Sache ernst zu nehmen. Tener respeto al vicio. Aber sich so wenig wie möglich von ihm beeindrucken zu lassen. Vivir la vida in dem Maße, wie es möglich ist. Das war und das ist der Tenor der vielen Telefonate und Mails und Videobotschaften, die seit Beginn der Krise zwischen mir und der Familie in Deutschland und Spanien und mit den vielen Freunden gewechselt werden. Gerade in einer Situation wie der gegenwärtigen erlebt man es erst recht als Glück, über die nationalstaatlichen Grenzen hinaus so eng miteinander verbunden zu sein. Ich habe vor allem einiges wiedergelesen. In der Zeit des Lockdown hat man ja für die Erinnerung Muße. Ich begann mit der Lektüre von La Peste von Albert Camus. Diesen Roman fand ich in jungen Jahren schwer verdaulich. Jetzt plötzlich wurde er zur atemberaubenden Gegenwartsbeschreibung. Von La Peste war der Weg nicht weit zu Miguel de Libes letztem Meisterwerk El Hereje, der Ketzer von 1998. Dort findet sich eine beeindruckende Schilderung der Pestepidemie, die Valladolid im frühen 16. Jahrhundert heimgesucht hat und die im Roman aus der Perspektive eines Beteiligten im wahrsten Sinne des Wortes erlebt und durchlitten wird. Überhaupt ist El Hereje auch deshalb lesenswert, weil der Roman den Leser über eines der dunkelsten Kapitel der spanischen Geschichte im besten Sinne des Wortes aufklärt, nämlich über das Wirken der Inquisition bei der Unterdrückung des spanischen Protestantismus. Und wenn wir schon beim Thema Vergangenheitsbewältigung sind, möchte ich abschließend noch auf Carlos Sauras Film La Prima Angelica von 1973 hinweisen, den ich mir anlässlich seines bevorstehenden und wegen Corona leider abgesagten Besuchs noch einmal angesehen habe. Es ist und bleibt für mich das beeindruckendste Beispiel dafür, wie man mit den Mitteln des Films die traumatische Erfahrung privater und gesellschaftlicher Unterdrückung beeindruckend darstellen kann, so beeindruckend, dass sie dem Betrachter im wahrsten Sinne des Wortes einleuchtet. Ich hoffe sehr, dass der Besuch von Saura nachgeholt werden kann. Das Instituto Cervantes sollte das zu einer Retrospektive der frühen Filme des Meisterregisseurs nutzen, die in Deutschland leider etwas in Vergessenheit geraten sind. Y para terminar, mando un fuerte abrazo a todos los amantes de España. Cuidaos mucho, bleibt alle gesund.